Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Donkey Kong Country Returns 200%. Wir machen den ersten K-Level und das wird wahrscheinlich auch ein paar Fails geben. Vor allem auch da er andersrum ist und das ist schon ziemlich schwierig dann. Ich weiß aber eigentlich noch, wie der aussieht. Scheiße, da hätte ich mir jetzt einen abholen können. Aber eins kann ich mir immer noch holen, glaube ich, oder? Ja, eins geht noch, aber man kann da zwei holen. Hier bei K-Level gibt es auch keinen Checkpoint, deswegen muss ich aufpassen. Und ich springe einfach ohne mich zu bewegen. Das ist ziemlich dämlich. Okay, ich bin einfach gerutscht, aber habe es trotzdem noch überlebt. Jetzt zwei Ups. Ja. K-Leveln kann man immer ziemlich viele Ups farmen, weil man halt mega viele Bananen zusammenlegt. Aber man kann auch so Ups farmen, ohne Bananen zu zusammenlegen, wenn man den Shop ausgibt. Wie halt an solchen Stellen. So, hier durchlaufen. Hier ein bisschen stoppen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Oh, das so. Ja, genau, ich bin drin. Ja. Ich habe mich nicht getraut zu springen, weil ich mit einem Leben halt direkt down bin. Und das beeinflusst einen einfach richtig. Boah, war das knapp! Das hätte mich auch umbringen können. Also da hätte ich den Tod mega verdient. Weil das war so schlecht und ich hatte so hartes Glück, 2-3 Mal eigentlich. Und wieder diese scheiß Stelle. Aber wir haben es geschafft. Springen auf den Reifen, springen weiter. Können wir wieder ein paar Münzen sammeln? Ich bin zu weit gesprungen. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Schade. Das kann man nämlich echt schaffen. Komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Oh nein. Das habe ich mal geschafft, aber das ist ultra schwer. Dafür können wir hier wieder was sammeln. Ja. Ist auch gar nicht langweilig für die Zuschauer. Ich muss bei der Mitte abspringen von den Reifen. Nicht so an der Seite, weil dann schlage ich mich nicht so nach oben, aber zur Seite. Was halt auch logisch ist. Und hier können wir Rollsprung machen. Ey, das ist lächerlich.
Waste, das sind keine Tode, das sind die richtig. Das sind die billigsten Dinger, habt ihr gesehen, seht. Ich hätte mich was umgebracht. Langsam kommen wir in diesem Part wieder in den lächerlichen Teil. Und das war der lächerliche Teil von meiner Seite aus. Wenn er mich gerade eben so gekillt hat, wie kann ich den jetzt gerade bitte so gekillt haben? Das ergibt keinen Sinn. Bei einem ist die Hitbox größer als der selbst und bei anderem hat er einfach keine Hitbox. Kommt mir zumindest so vor. Ein Drittel haben wir geschafft. Das ist der leichteste Teil. Jetzt kommt der mittlere Teil, aber der schwierige Teil, das war halt immer noch am schwersten. Man kann auch ein bisschen Anlauf nehmen, darf dann aber nicht zu weit vorspringen. Jetzt wieder der soziale Tag. Also das ist jetzt wirklich meine Schuld. Wie komme ich auf die Idee, da zu springen? Da zu springen! Wo ich einfach nur durchlaufen muss und sonst gar nichts. Wie komme ich da auf die Idee zu springen? Wow! Das ist doch echt... Echt... Also... Das war echt eine Situation, wo ich ultra dämlich war, genauso wie jetzt. Was ist denn los? Ich schaffe ja nicht mal ein Level in dem Part.
wie kann ich den eben bitte so getroffen haben und jetzt hat der mich getroffen? Ich war viel weiter von ihm entfernt. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Wow. Wow. Nein. Boah, ich bin gerade vollkommen verwirrt. Aber jetzt will ich nur noch Fails in Teil 3 sehen. Oh, das wäre fast ein Fail. Ab. Jetzt kommt wieder der asoziale Teil. Also er ist nicht asozial, er ist einfach schwer. Außer im normalen Modus, da ist er eigentlich nicht wirklich schwer. Und jetzt hat er nicht reden. Und wenn ich es einmal richtig mache und nicht aus Dummheit sterbe, sterbe ich an Betrug. Ja, lande exakt da. War klar. Natürlich landet er auch da wieder. Exakt da. Was denn auch sonst? Mann, DK, ich schaffe es wenigstens noch in dem Part. Da hat man eigentlich nicht mehr als 3 Fails vorgesehen. Aber das, was du hier leistest, ist einfach komplett schlecht. Ich bin eigentlich wirklich sogar ein ziemlich großer Freund dieses Levels. Da kann mir jetzt wirklich keiner was sagen. Drückt da Stopp, wo ich getroffen wurde. Beziehungsweise da, wo ich angeblich getroffen wurde, weil ich überhaupt nicht getroffen wurde. Ich wurde nicht getroffen. Das hat man ganz deutlich erkennen können. Also jetzt mal wirklich. Das war mich. Schiss. Und das war schlecht.